So, willkommen zurück zu Zelda The Wind Waker HD. Ich bin immer noch auf diesem Schiff und gleich wird was recht Interessantes passieren. Ich hatte eigentlich vor, euch noch was anderes vorher zu zeigen, aber das geht wohl nur an einem Punkt. Allerdings zeige ich euch das, sobald wir wieder nach... wie hieß die erste Insel nochmal? Ich werde in diesem Part noch drauf kommen. Ja, auf jeden Fall zur ersten Insel wieder. Ich glaube, nur da geht das wohl anscheinend. Oder nur wenn es tags ist, ich weiß. Oder Tag ist so. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber wenn man dann länger stehen bleibt, macht Link ja was Bestimmtes. Und wenn man... Also, ich habe das letzte Mal da gesehen. Wenn man auf diesem Stein steht, wo alles ruhig ist, und der eine Bewegung macht und dabei ein Geräusch, dann klingt und sieht das so aus, als würde er sich einen aus dem Kreuz drücken. Vielleicht schon ein bisschen zu hart für den, für die ersten anderthalb Minuten in diesem Part. Ich weiß ja nicht, wie viel unsere Zuschauer hier verkraften. Ja, ich muss auch sagen, mittlerweile freue ich mich sogar über das Let's Play. Eigentlich war es ja geplant, dass er das macht. Dann war es ich, dann war es er. Also ging noch hin und her noch so. Und ich hatte auch, um ehrlich zu sein, so ein bisschen Angst davor, das zu machen, weil ich war mir nicht so sicher, ob ich das überhaupt durchspielen wollte. Oder so schnell durchspielen möchte. Die Geräusche sind ganz schön interessant. Wer hat die Büsche schön gemacht? Aber, ja. Ich dachte mir, mein geheimes Ziel ist ja eigentlich sowieso, dass ich, bis zum 22. November, das sind noch circa 41 Tage, 40 Tage oder so, dürften das noch sein. Damit ich, also bis zum 22., wie gesagt, 40 Tage ungefähr, das durchzukriegen. Damit ich perfekt und passend zum neuen Zelda Between Worlds direkt ohne ein zweites Zelda am Laufen zu haben, direkt anfangen kann. Ich meine, zeigen kann ich es euch so oder so nicht, aber halt für mich selber so. Ich habe keine Lust, zwei Zeldas gleichzeitig zu machen. Deswegen hatte ich sowieso vor, schnell A Link to the Past nochmal durchzukriegen. Habe ich halt einen Tag hiervor fertig gehabt. Oh nein, dein Schwert. Tut mir leid. Da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Haha. Du schaust aber doch auch dumm aus der Wäsche. Ja, ich bin unbewaffnet. Ich habe nicht wirklich was, um mich zu wehren. Irgendwer spricht durch mich. Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe, das ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Ich merk's. Er leuchtet, er stößt Blasen aus und er kann sprechen. Ja, reicht das nicht schon zur Verwirrung? Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade so treibst. Ah. Interessant finde ich halt auch bei dem neuen Zelda. Ich denke, das wird mittlerweile so jeder, der sich so ein bisschen dafür vorher schon interessiert, wird das schon wissen. Deswegen spoiler ich, glaube ich, damit auch nicht. Ja, dass es die Funktion geben wird oder man gar nicht anders kann, als Items in einem Laden zu kaufen. Teilweise denke ich mal nur, weil komplett geht gar nicht. Ich habe ja gesehen, was für Items da bei diesem Shop lagen. Ja, wenn das alle Items sind, die in diesem Shop lagen, dann wird dieses Spiel ganz schön kacke. Weil das waren 9 Items, darunter war, glaube ich, der Hammer, der Feuerstab, der Eisstab. Ja,
vieles war halt an A Link to the Past angelehnt. Ne? Und ja, ich weiß ganz ehrlich nicht, wie das werden wird. Wie wird man damit mit dem Schwierigkeitsgrad umgehen? Weil man kann ja sofort zu jedem Dungeon hin. Deswegen ist das auch so ein bisschen unnötig, finde ich. Aber wollen wir erstmal abwarten. So, hier müssen wir jetzt an den Wachen vorbei, ohne entdeckt zu werden. Das habe ich jetzt für relativ einfach empfunden. Weil selbst wenn die dich so sehen oder riechen, du kannst jetzt dich wegbewegen. Die gucken aber nur. Weil selbst wenn du, wenn die dich angucken und du dich bewegst, habe ich letztes Mal in meinem Durchspielen gemacht. Oder angespielt, so. Machen die nichts? So, der Part könnte jetzt so ein bisschen nervig werden, weil wir jetzt hier damit arbeiten müssen. Aufzupassen, wer auf mich guckt und wer nicht. Aber ich denke, das wird nicht so schlimm werden. Wir können hier auch in ein Gefängnis gesteckt werden. Das wird früher oder später vonnöten sein für mich. Weil ich, glaube ich, dann ein Item in Anführungsstrichen kriege, was relativ nützlich ist. Was ich aber in Ocarina of Time benutzen brauche. Es war damals auch geil, dass ich das nie brauche, das Item. Das werdet ihr auch noch früh genug erfahren, was ich meine. Weil holen werde ich es auf jeden Fall. Ich hoffe, ich werde 100% hinkriegen. Wäre so schon ganz schön eigentlich. Ah, hier führt das hin, okay. Ja, 100% bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das machen werde. Weil, ja, ich denke mal, das wird schon hart. Ocarina of Time habe ich auch nicht 100% gespielt. Nicht ansatzweise. Allein schon wegen den goldenen Skulltulas habe ich das schon gelassen, weil, mal ganz ehrlich, ich habe mir ein Let's Play ja dazu angeguckt, von dem anderen. Die waren ja so übelst versteckt, die Dinger. Da habe ich mich echt gefragt, welcher kranker Mensch ist da, kranker Mensch, ist darauf gekommen, so die Dinger zu verstecken. Zum einen musst du mit Tages- und Nachtzeiten arbeiten. Dann musst du darauf achten, in welcher Zeit du bist. Manche kannst du nur als Erwachsener, manches nur als Junger kriegen. Ach ja, genau. Nein, verschwinde. Ach ja, ich erinnere mich. Oh, hier ist eine Kiste. Das war auch sehr nervig. Und wie man auf manche Verstecke hätte kommen sollen, das, da gab es nicht mal Anzeichen teilweise für. Das war so behindert, war das. Karte. Okay. Also unser Ziel hier ist im Moment, schalte die Lichter aus, damit du irgendwo hin kannst. Sehr grob vereinfacht. Ich glaube, hier können wir auch direkt gleich das erste Licht machen. Mal ausmachen, genau. Aber ich sehe jetzt gerade was. Ah, nee, okay. Ich dachte, ich hätte jetzt schon die komplette Karte freigeschaltet. Ist aber nicht so. Ich werde mich auch gleich fangen lassen, weil ich glaube, nur so kriege ich dann die Karte. So kriege ich... Kann ich zu der Karte hin, so. Naja, das werdet ihr jetzt gleich sehen, was sie meint. Ich soll aufpassen, Schild benutzen und die Waffen von denen nutzen, wenn die die fallen lassen. Finde ich ganz interessant. Bei dem Kampf, wo man, okay, nee, muss ich euch gleich zeigen, weil ich möchte jetzt auch nicht spoilern. Vorne muss ich hin. Mal sehen, wie lange das habe ich gemeint. Ja, gut ist natürlich, wenn man direkt den trifft. Deswegen anvisieren am besten. Nah möglichst rangehen. So, jetzt gehen die nämlich zusammen, wenn er mich sieht. Und jetzt natürlich auch schon. So, das ist schon mal sehr gut, wenn ihr die trefft. Und dann halt die Dinger nehmen und schlagen. Das ist ein wenig
schwieriger als nur mit dem Schwert, aber ihr seht, wie ihr seht. Mein Gott, was ist mit meiner Sprache? Ist das nicht so schwer? Ich würde sie jetzt mit hier hinnehmen, aber ihr jetzt gleich eventuell sehen werdet, wenn ich die Leiter hochgehen darf, ja, lässt das fallen. Er kann es leider nicht im Mund nehmen. Oder versteht das bitte nicht falsch. Ihr seid nicht so pervers wie manche. Ja, werf doch. Lass doch einfach vor die stehen, Link. Ja, und jetzt legen die Dinger da hin. Das ist doof. Also, ich frage mich echt, wieso man das auf dem Hero-Mode macht. Weil ich habe mal mir durchgelesen, was man. Wo der Unterschied zu. Boah, jetzt macht der mich alleine da fertig. So, wenn ich jetzt schreie und eure Boxen gerade wegfliegen. Stirb, du dumme Sau. Lass doch ein Herz da. Ja, du dumme Sau. Man merkt, dass ich oft dumme Sau sage. Ja. Es kommt alles von zurück in die Zukunft. Ich weiß, da haben sie feige Sau gesagt, aber nur daher habe ich das. Mit Sau. So. Ich lasse mich jetzt auch gleich mal fangen. Weil ich die Karte haben will. Ich weiß gar nicht, gibt es hier eigentlich einen Kompass in dem Mini-Dungeon, sag ich jetzt mal. Oder war das da hinten die Karte? Weil dann brauche ich mich vielleicht gar nicht fangen lassen. Ja, hier war die Karte. Ich erinnere mich. Cool ist auch, dass ich... Oder cool finde ich... Ich habe A Link to the Past nicht annähernd ohne die Karte schaffen können. Und das war sehr scheiße für mich, weil ich habe ein Nintendo DS, wo ich das halt drauf gespielt habe, A Link to the Past. Aber Problem dabei war, die eine Schultertaste funktionierte nicht mehr. Das heißt, ich konnte keine Karte aufrufen. Deswegen musste ich den alten DS nehmen, den ganz alten DS damals. Und da immer auf die Karte gucken. Scheiße. Das hätte ich nicht machen sollen. Egal. Ich glaube, das ist eh Jacke wie Hose, weil ich hier irgendwie sowieso hin muss. Genau. Eingang habe ich nämlich noch nicht angekündigt. Aber ich habe doch tatsächlich Scheiße gebaut. Aber davon ab. Ja, egal. Da oben war eh das Gefängnis. Ich bin eh nicht weit weg. Dann zeige ich euch nochmal, wie man hier rauskommt. Da bin ich doch tatsächlich dran verzweifelt bei A Link to the Past. Ohne Karte. Aber noch cooler kommt's jetzt. Ich habe komplett Ocarina of Time ohne die Karte gespielt. Und trotzdem jeden Dungeon ziemlich gut erkundet. Allerdings, man muss auch dazu sagen, das war mein erstes Zelda und ich hatte halt noch überhaupt keine Erfahrung, was das angeht. Und diesmal versuche ich nicht runterzufallen, weil ich erst noch was anderes ausprobieren will, nämlich die Tür hier. Genau. Muss ich nämlich noch hin für einen Strahler, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Da oben ist der Vogel. Können wir uns mal eben angucken. Dober Vogel. Naja. Ja, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Ich weiß nicht, laber ich euch zu viel hier? Mal
eben mit der Karte nach. Müsste ich ja theoretisch da unten durch. Wann ist denn ständig, Mann? Hier müsste ich, glaube ich, durch dafür. Jetzt bin ich genau unter dem letzten Leuchter. Der dumme Hund von draußen schreit wieder rum. Ja, warum auch nicht? Ist ja derselbe Tag noch. Oh, eine Kiste. Habe ich, glaube ich, bei meinem letzten Mal auch nicht gesehen. Gut, dass ich hier nochmal das zweite Mal das Spiel. Weil sonst hätte ich den Kompass nicht gefunden. Und damit ist auch meine Frage beantwortet. Hier gibt es einen Kompass. Jetzt weiß ich, wo sich alle Schätze befinden. Achso. Ja, ich bin noch bei, Kiste? Da ist noch eine Kiste. Okay, ich habe noch eine Kiste gefunden. Die hole ich mir auch gleich. Ich bin jetzt noch bei, gedanklich bei, wie heißt es? A Link to the Past. Oh nein. Nein, verschwindet. Ich hasse diesen Raum. Überhaupt jetzt. Oh. Ich hol mir mal eben die Kiste. Einfach mal zufällig irgendwo was finden. Ist immer gut. Ich wollte jetzt nämlich gar nicht sofort zur Kiste, aber okay. Finde ich es auch. Es gibt ja eine Timeline für Zelda mittlerweile seit einem Jahr oder so. Aber die Timeline verstehe ich irgendwie nicht. Nach Ocarina of Time wird das alles in drei Spalten aufgeteilt. Die eine, Link gewinnt den Kampf gegen Ganon und alles ist in Ordnung. Und halt, wie es halt auch bei Ocarina of Time endet, er wird wieder als kleiner Link zurück in seine Zeit geschickt, um seine Kindheit nachzuholen. Dann gibt's den Strang, er bleibt als Erwachsener da, also als großer Link bleibt er. Einfach so, irgendwie, da in der späteren Welt. Und es gibt den Strang, wo er verlieren würde gegen Ganon. Dazu gehört im Prinzip fast alles, was ich gespielt habe. Seasons und A Link to the Past. Und die ersten beiden Zeldas. Also Zelda, nein, The Legend of Zelda. Nichts mehr danach. Kein zweiter Titel oder Untertitel. Gehst du jetzt mal aus der Ecke daraus, du dummes Schwein? Ohne Scheiß, das Schwein geht mir auf den Sack. Geh mal so ein bisschen weiter weg, vielleicht wird's nicht mehr drüber. Ja, auf jeden Fall. Dann im Kinderschrank würde man ja eigentlich davon ausgehen, dass es hier drum geht. Dieser kleine Link, der sieht ja relativ klein aus und so. Ja. Jetzt kommen die beide. Kann ich mich trotzdem nicht bewegen. So, jetzt aber. Würde man davon ja ausgehen, hier geht's um den kleinen Link. Ja, aber Arschlecken. Hier geht's nicht um den kleinen, hier geht's um den großen Link. Um den erwachsenen Link hinterher. Relativ erwachsen. Da hinten ist wirklich eine Kiste. Boah, dieses Mistvieh hat mich jetzt so übelst erschreckt, ja. Rein. So, okay. Du heilige Scheiße, ich habe ja sogar relativ wenig Herzen. Ah, ein Schalter. Cool. Ja, yeah, das ist das Kühl. Wo sind diese Ratten? Das viel mehr.
Ja, auf jeden Fall, wo war ich jetzt? Scheiße. Jetzt hat mich die Ratte aus dem Konzept gebracht. Ja, aber das hier ist der Erwachsenenstrang und zum Beispiel... Oh, ein Herzteil. Das ist praktisch. Wenn man 4 davon hat, werde ich ein komplettes neues Herz kriegen und ich bin geheilt. Ich danke dir, du kleines Herzteil. Ja, ja, das ist der Erwachsenenstrang. Das finde ich sehr unlogisch eigentlich. Und, ich lasse mich auf Farben, kein Bock mehr. Jetzt werde ich gefangen. Weil ich sowieso in die Ecke da muss. Und, ja, ist einfach schneller, als mich da jetzt durchzukämpfen. Kämpfen in Anführungsstrichen. Mir geht's auch schon wieder auf den Sack, dass ich hierfür eigentlich unnötig lange brauche. Weil ich den letzten Lichtschalter nicht finde. Ah gut, zum Thema 100%, wir kommen ihnen näher. Wir haben jetzt 10% vielleicht. Noch nicht. 5. Auch nicht. 3. So, jetzt erstmal gucken, wo muss ich überhaupt hin? Da oben theoretisch, aber ich will noch den letzten Strahler ausmachen. Ja. Wo wäre das? Okay. Dann bin ich jetzt hier. Dann muss ich den Weg hier runter. Ja, da logisch, ne? So oder so. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, muss ich ein tiefer? Nee. Ich sollte jetzt am besten die Liane hier treffen. Außen bin ich jetzt, okay. Aber leider falsch außen. Ich bräuchte eigentlich den Weg rechts. Boah, dass die Kopfhörer so auf meine, auf meinen Kiefer drückt, ne? Das geht mir total auf den Geist. So, jetzt müsste ich auf dem richtigen Weg sein. Und zwar bin ich jetzt wieder genau unter dem letzten Strahler. Hier war ich schon mal. Hier habe ich gerade den Kompass gefunden. Ich glaube, da bin ich runtergeflogen, ne? Genau, und hier müsste ich eventuell raus. Ja, noch gerade eben durch so einen dummen Bug. Oder ein ein guter Bug. Gibt auch schön dumme Bugs, wie bei, wie komme ich denn jetzt hoch? Ja, ist okay, ich brauche deinen dummen Weisung nicht. Aber ich glaube, ich muss sowieso da hoch. Ja, ich sehe schon, wo ich hoch muss. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ich hole mir eventuell sogar das Schwert jetzt. Wenn ich mir das so angucke hier, hole ich mir jetzt das Schwert. Ja, oh. Kann ich das hier schon sehen? Geh doch da hoch, meine Fresse. Also die Steuerung finde ich hier schon so ein bisschen... naja. Aber wenn ich an so einem kleinen Vorsprung stehe und mich eigentlich halt anpressen müsste, macht er es nicht. Erst beim dritten Mal, wo ich geklickt habe letztes Mal. Gut. Gut, Link. Jetzt treffe ich ihn auch nochmal. Nochmal. Er sabbert schon. Gut. Hast du fein gemacht, Link. Der ist oben, der ist oben, der ist oben. Das heißt, wie ich auch auf der Karte sehen kann, nebenbei bemerkt, ich habe alles oben. Okay, ich habe selbst gemerkt, wie es klingt. Ich kann doch noch nicht mein Schwert holen. Ich muss, glaube ich, da lang. So, und hier beenden wir jetzt den Part. Genau hier werden wir nächstes Mal wieder starten. Und tschüss.